Herzlich willkommen in der Welt der asozialen Netzwerke, heute Abend aus dem Aschaffenburger Hofgarten-Kabarett. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr all da seid, vor allen Dingen, dass ihr noch persönlich gekommen seid. In der Zeitalter der modernen Netzwerke ist das alles andere als selbstverständlich. Es freut mich wirklich, dass ihr tatsächlich körperlich anwesend seid und nicht wartet, bis es auf YouTube gesendet wird. Heutzutage funktioniert alles nur noch über irgendwelche digitale Netzwerke. Knipst euch ab. Schaltet die Handys für den Rest des Abends bitte aus. Nicht auf Vibration stelle, auch wenn es für viele gutes Gefühl ist, wenn im Hosensäckel mal wieder was vibriert. Macht's ganz aus. Einfach, ihr werdet merken, das ist eine Befreiung. Es ist ein Luxus, wenn man nicht ständig erreichbar ist. Das haben Leute schon vergessen. Vor ein paar Wochen habe ich in Hanau gespielt. Und es ist, wie es kommen muss, erste Reihe. Frau, bisschen älter allerdings als du hier vorne, mit ihrem Mann, so Pärchen, saß erste Reihe. Das waren jetzt nicht sie, ich saß etwa auf dem Platz. So, die hat das Handy dabei und hat es nicht ausgemacht, obwohl ich lieb drum gebeten habe. Prompt, was ist passiert? Irgendwann klingelt das Telefon. Und wenn es dann klingelt und ich krieg das mit, gehe ich davon aus, da will sich jemand in die Show aktiv einbringen. Da war die fällig. Ich habe dann gesagt, so, jetzt rangehe. Ne, richtig schön machen wir auf Lautsprecher, dass wir es all hören. Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Und da hat die Frau dann erfahren, dass sie nicht nur vergessen hat, ihr Handy auszumachen, sondern daheim auch das Bügeleise noch lief. Und die hatten über einer Tankstelle gewohnt. Ich sag bewusst, hatten gewohnt. Ich weiß nicht, wo die inzwischen abgeblieben sind, in so einem Übergangswohnheim. Ja, da war natürlich der, die hat sofort Wasser in die Augen gekriegt, ist überstürzt, wollte sie raus, hetze an die Garderobe, sich den Mantel hole. Da hat jetzt aber der Mann am anderen Ende von der Leitung vom Technischen Hilfswerk hat gesagt, sie bräuchte sich ehrlich gesagt nicht mehr beeilen. Ja, die Messe ist gelesen, der Drops ist quasi komplett gelutscht, da war nichts mehr zu machen. Jetzt sage ich euch, hätte die ihr Handy ausgemacht, wie ich es gesagt habe, es hätte an der Situation überhaupt nichts verändert. Aber die hätten noch 2 Stunden einen herrlichen, lustigen Abend gehabt. Außerdem, wenn die Handys aus sind, hört man auch euer Klingelton nicht so. Ich bin ja Klingelton-Kommunist. Für mich darf es auf der Welt eigentlich nur noch einen Klingelton geben. Für jeden. Palim, palim. Klingelingeling. Das hat jahrzehntelang gut gegangen. Heute sage ich dir, spiel mir deinen Klingelton vor und ich sag dir, ob du einen Schulabschluss hast und wenn ja, welchen. Ja, es gibt die, die sich die Klingeltöne aus dem Fernsehwerbeblock runterladen. Und die haben dann so einen Schmann auf dem Handy, wenn die angerufen werden, da klingelt's nicht. Nee, da geht ein kompletter Zeichentrickfilm los. Auf dem Display hier siehst du dann wie so ein Gebüsch und dann hüpst so ein Häschen hinter so einem Büsch hervor und sagt mit so einer total kranken Stimme, geh an dein Handy ran, geh an dein Handy ran, geh an dein Handy ran. Und wenn die dann nicht rangehen, brüll ich irgendwann in ungefähr 8-facher Lautstärke die 2. Stimme dazu. Geh an dein Handy ran, hörst du schlecht! Es gibt die Klingeltöne für Leute mit Abitur natürlich. Alle Hits von Unheilig und Xavier Naidoo. Kannst du dir dann da drauf den ganzen verquasten Käse, weißt du? Also einfach ausmachen. Haben wir überhaupt kein Problem heute Abend miteinander. So, wir sind bei den... Ich hätte es wissen sollen. Entschuldigung, es ist der Papa. Sie haben jetzt nichts dagegen, wenn ich mal dran gehe. Es ist mein Vater. Papa! Ich habe einen Auftritt! Der Fernseher ist da! Wer versteht in meiner Heimat? Übersetze sie immer noch hin, die Leute haben Eintritt bezahlt. Was ist dann, Papa? Du kannst mich jetzt nicht mitten, denn. Übersetze. Der Fernseher ist da! Ja!
Na, ob ich den Schüssler Günder kenne? Das haben die Leute verstanden. Na, glaube ich, den Schüssler Günder kenne. Der Dünncher. Ja, wo der Schwucher von der Meiler Biggi geheiert hat, obwohl der Vater der Gegen war. Na, wo die Frau sich immer die Quetschmarmelade abholt, wenn die Mutter euch heute. Natürlich. Wer doch den Schüssler Günder kenne. Mit dem Schüssler Günder hast du eine Mauer gebaut. Vater war Maurerpolier. Eine Mauer. 15 Meter hohe Mauer hast du mit dem Schüssler Günder. Sehr gut. Papa, das konntest du mir doch alles am Wochenende erzählen. Ich komm doch am Wochenende heim. Ja, ich hab keine saubere Unterwäsche mehr. Ja, auch das. Vater, erzähl mir das bitte dann. Ruft der da an, der Schüssler Günder hat mit ihm eine Mauer gebaut. Er war ganz aufgeregt. Er hätte, wenn er ein moderner Netzwerker wäre, Vater, hätte er es twittern können. Vater ist leider kein moderner Netzwerker, das sind alle Handwerker. Er kann nicht twittern. Der weiß nicht mal, was das ist. Wissen Sie, was twittern ist? Nee, okay, gut. Bist du wenigstens auf Facebook schon mit mir befreundet? Hier, das kennt ihr aber, das Fressebuch. Ne? Also, könnt ihr übrigens eingeben, bei euch im Internet müsst ihr mal oben in die Adresszeile eingeben, www.fressebuch.de. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist kein Schmuh, das ist wirklich so, ihr werdet inzwischen automatisch auf die Stadtseite von Facebook umgeleitet. Ja, die verstehen den Spaß da. Ja, dann gibt's Wer kennt wen? Oder für unser junge Hauptschüler, Wer kennt wem? Lokalisten gibt's, dann für die Aufschepper vom Golfplatz, Xing, Xang, Xung. Wer, machen wir doch hier mal den großen Test hier im Hofgarte. Wer von euch ist auf einem dieser so sozialen Netzwerke persönlich vertreten? Mal Hand hoch. Ich auch. Ja, da ist noch Potenzial nach oben, sage ich mal. So, wer von euch weiß wenigstens, wovon ich spreche, sagt aber, lasst mich mit dem Fetzkram in Ruhe. Was? Gut. Wenn Sie jetzt leider bei keiner der beiden Fragen die Hand heben konnte, muss ich bei Adam und Eva anfangen. Hilft alles nix. Also, soziales Netzwerk, das ist so wie ein Poesiealbum eigentlich. Poesiealbum habe ich in der Klasse, Poesiealbum habe ich geliebt. Wenn ein Poesiealbum rumgegangen ist, ich war immer der Erste, wo sich's geschnappt hat und hab dann hinten die letzte Seite aufgeblättert und hab dann, Achtung, könnt ihr euch mal merken, könnt ihr an die Kinder, an die Enkel weitergeben, da bist du der Case in der Klasse. Achtung, letzte Seite aufschlage, habe ich neu geschrieben, ich hab mich hinten rein verwurzelt, dass keiner aus dem Album wurzelt. Was nicken ihr da? Ehrlich, habt ihr alle dasselbe geschrieben? Ich hab gedacht, ich wäre hier eine Kreativbolze vorne. Die Leute damals schon gesagt haben, der muss mal hier Komiker werden. So. Ehrlich, gut, wenn die letzte Seite schon voll geschrieben war, war auch kein Problem, habe ich sie rausgerobbt. Nee, oder Plan B, ich hatte noch einen Plan B. Das war dann ein paar Seiten vorher aufgeschlagen und habe dann neu geschrieben, in allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Und der Poesiealbum, das ist ungefähr sowas, wie wenn du ein Poesiealbum im Internet hast. Mit all deinen Daten und was du so erlebst und deine Freunde können da was neu schreiben und so. Das ist toll. Dann gab es ja auch so Poesiealbum für einen selbst, so ein ganz intimer Bereich, die Tagebücher. Viele Mädchen in meiner Klasse haben Tagebücher geführt. Die haben dann mit 12, 13, so vor Pubertät, inzwischen hat man da schon das erste Kind, da haben die damals dann neu geschrieben, welcher Junge sie auf dem Pausehof nicht mit dem Arsch angeguckt hat und haben dann abends ins Tagebuch haben die das neu geschrieben und dann haben sie ins Kisse geweint und 3 Jahre später hat man es dann aufgemacht und hat gedacht, ach Gott, was hat man damals für Probleme gehabt. Und das Schöne war, ein Tagebuch konntest du vorne zuschließen. Es hat immer so ein Schnappschloss gehabt. Und es hat technisch sehr aufwendig ausgesehen und die meisten Mädchen waren so naiv zu glauben, der große Bruder kriegt's nicht innerhalb von 2 Handgriffen mit der Haarnadel von der Mutter uff. Das hat mir damals einen Spaß immer, wenn wir das gelesen haben. Früher ist man ja noch einmal aus dem Haus, aus der Wohnung gegangen. Heutzutage gibt's Leute. Die verbringen ihr ganzes Leben in diesen Netzwerken. Die sitzen
stundenlang. Es war irgendwann im Herbst, war so ein Suchtkongress in Frankfurt. Da ging es um Online-Sucht, um Internet-Sucht, dass die Leute stundenlang vor diese Apparate hocken, die gehen gar nicht mehr aus der Wohnung. Früher, wenn du einen Kuchen backen wolltest, du merkst, ach, mir fehlen 3 Eier und 1,5 Pfund Butter. Dann bist du vielleicht noch mal bei die Nachbarin gegangen und hast die Nachbarin gefragt, kann ich mir 3 Eier und 1,5 Pfund Butter leihen und vielleicht die Nachbarin gleich mit, wenn der Mann noch nicht daheim war. Ja, wenn Lothar Matthäus in der Nachbarschaft gewohnt hat, war das so. Und das machen die nicht mehr. Die sind so süchtig, die bestellen sich im Internetversandhandel, bestellen die sich 3 Eier und 1,5 Pfund Butter und lassen sich per Overnight Express an die Haustür liefern. Brauchen sie nicht mehr aus der Wohnung. Das sind Leute, die lernen ihr Partner im Internet kennen. Ihr habt euch wahrscheinlich nicht im Internet kennengelernt. Auf irgendwelche Partnerschaftsseite. Nee, noch von Angesicht zu Angesicht. Ja, heutzutage gibt es Leute, die sind auf diese Partnerschaftsvermittlungsseite und chatten da mit einem Foto. Und Leute, ihr glaubt nicht, es gibt für den Hausgebrauch inzwischen sehr leicht zu bedienende, günstige Bildbearbeitungsprogramme. Das vergisst man da sehr schnell. Da gibt es Frauen, die denken, sie chatten den ganzen Abend mit Brad Pitt und auf der anderen Seite vom Internet sitzt der Rainer Kallmund. Umgekehrt gibt es auch böses Erwachen. Also sagen wir mal, ein Mann hat sich mit einem, irgendwann kommt es ja zur ersten Begegnung in Echtzeit, im wahren Leben. Da hockst du dann im Kaffee drin und die Frau von dem Foto kommt rein und du denkst auf den ersten Blick, oh, im Internet sah die aber 10 Jahre und 15 Kilo jünger aus. Gut, früher hat es so diese soziale Netzwerke, das hat es alles nicht gegeben. Ich komme aus Schöllkrippe. Das ist ja ein wunderschönes kleines Dorf im Vorspessart. Ja, aber wenn mir ins Kino wollte, musste man 20 Kilometer fahren, in die Stadt, in die Großstadt. Und wenn mir Großstadt gesagt haben, haben wir Aschaffenburg gemeint.